So, coded. Mach jetzt Code mit dem. Oh, die Mucke. Wo war die Mucke nochmal? Das war bei irgendeinem Minispiel oder sowas. Ich hab Code komplett vergessen. Das sind sogar zwei Lieder. Items sind legal, na dann. Bibi. Code war halt auch ein interessantes Spiel. Fing echt cool an und wurde dann echt langweilig zum Ende hin und anstrengend. Reden. Ist nicht so leicht, wenn man das hier machen muss. Bisschen gammeln beim Fliegen. Gar nicht riskant. Sehr schön. Oh Gott! Leute, was ist hier los? Coded. Hab eben eine Werbung für Bra Maker bekommen. Ist ein Mobile Game. Nice! Hallo Liz! Eieieiei. Folge 7 schon? Ja. Ich glaub schon, oder? Wir haben uns heute sehr strikt an die Zeiten gehalten. Team DDD ist by the way in. Ach, ich habe das Team nicht gewechselt, ich Dulli. Alle Fässer. Ich guck mal kurz, bevor ich hier Bullshit labere. Aber das ist Folge 7. Das noch? Dann ist der Stream vorbei. Nein, Spaß. No more Bugs mit 2 Euro zeigen. Schattenlurch. Ich habe eben bei Schattenlurch, habe ich im Schnittlauch gelesen. Stark. So, gucken wir mal hier. Einfach so hässliche Dream Eater, ey. Ich kotz ab. Ist auch mit. Ja, jetzt habe ich 3D schon genommen. Team 3D. Bam, bam.
Tempelfolge. Eieieiei. Ich bleib mal in der Luft, ne? Entschuldigung. Manchmal raste ich aus, wenn ich nicht sicher bin, ob ich die richtigen Buttons gedrückt habe. Bäh. Ah, als ich aufgehoben, Junge. No more bugs. Hashtag gleich bloß. Meine Mama hat ein Buch über Depressionen gelesen, als ich weg war. Ugh. Klingt gut. Die Kurt Krömer Biografie, die momentan irgendwie jeder liest oder so. No more books. Jojo. Gute Statistik. Gut, dann war's das für heute. A strange entry was found in the journal that chronicled Sora's adventures. To investigate, the journal was converted to data, but it was full of bugs. Mickey called on Data Sora to help them restore the world inside the journal. As he restored the datascape, more and more strange messages kept appearing. Yeah. Mickey and the others should have been watching from the other side of the screen, but somewhere along the way, Data Riku, the embodiment of the journal, had imported them into the datascape to help solve the mystery of the message. Maleficent and Pete were causing all sorts of trouble with their plan to take over the real world through the datascape. Data Sora drew power from the connections with his friends in his heart and used it to fight and forge a path forward. He defeated Sora's Heartless, the bug in the data that had corrupted the journal. That should have been the end of this journey, but Mickey received word that a door to a new world had appeared, and he once again entered the datascape. On the other side of the door was Castle Oblivion. Led by a figure in black, Data Sora repeatedly relived the pain residing in his heart. If he kept holding on to that hurt, he would be dragged down into the darkness. But Data Sora realized that his pain was what tied his memories together. He swore to the cloaked figure, Roxas, that he accepted the pain. The hurt of those connected to Sora remained dormant in his heart. And to help find a way to face and heal that pain, Naminé had left the mysterious journal entry. Their hurting will be mended when you return to end it. Mickey and Data Sora now knew the true meaning of those words. Data Sora thanked Naminé, and they said their goodbyes. Mickey wrote Sora a letter detailing the events that took place in the datascape. You are who you are because of those people. They need you, and now the door to your next journey is ready to be opened. Eieiei, war eine lange Cutscene. Wirklich die Kurt Krömer-Biografie. Aber jetzt für die ganzen A's und die Plusse. Data Riku, Uwu. Uwu. Neuer Stream, ja. Wir hatten letzte Woche schon Recom from Your Birth. Same! Das werden wir nämlich auch jetzt zuerst spielen.
Direkt auch Team Birth freigeschaltet. Ich glaube, wenn ich jetzt mit Birth spiele, kriege ich eine Trophäe, ne? Damit ich Team 3D nie wieder sehen muss. Ja, dann können wir eigentlich die erste Welt hier nochmal eben fertig machen, denke ich. Future Masters. Super Otakura. War ein Unfall. Nope. Ich möchte bitte hier raus. Das ist schlecht. Achso. Items darf ich benutzen, dann let's go. Ah, nur 20 mal mehr Inkompetenz als Kompetenz. Das war mal deutlich, das war mal anders. Okay, ich mag es übrigens, dass ich mainly Aqua spiele gerade. Farewell, natürlich. Dim, dim, dim. Vergessen zu springen. Alter, was kann ich eigentlich? Aqua kann nicht springen, tut mir leid, sie kann das noch nicht. Einmal Fehler, hä? Da waren beide Fehler. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Bam. Regeltier hat leider Kompetenz. Wieder gespannt, ob wir nächste Woche nicht vielleicht schon mit Verlängerung durchballern. Die Unrasierten. Die guten alten Unrasierten. Ja, könnte tatsächlich sein, ne? Eine Birth und DDD und drei soll ja eh lapsch sein, von daher. Mal gucken. Easy peasy. So, juhu. Bling. Einmal bling in den Chat, bitte. Ja, das andere Lied schaffen wir jetzt auch noch und dann ist, denke ich, der Stream vorbei. Und hat noch 4 harte Lieder vor 3. Ja. Kriegen wir alles hin. Wird ja gut passen, ne? Wenn ich nächste Woche vielleicht auch länger mache, dann können wir ja in der Woche darauf theoretisch den Dingenskirchen-Stream machen, den Dark Road-Stream. Der muss ja eh nicht an ein Folgen-Dings gekoppelt sein. Und dann, ja, wäre doch eigentlich ganz gut. So, was muss ich machen? Ich will nur wissen, ob ich Items benutzen darf. Ja, habe ich eh nicht. Antiklimaktik. Die Woche darauf dann eine gute Reaction. Naja. Das, was du schreibtest, ich gerade sagtet. Ra. Da 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 da.
Ist vielleicht nicht so klug, eine Hand vom Controller zu nehmen. Manchmal braucht man die auch. Man kann das Spiel leider nicht nur mit einer Hand spielen. Ich kenne alle Spiele, die man mit einer Hand spielen kann. Meine Lieblingsspiele. Aber da nämlich andere tolle Sachen machen, wie essen, trinken, schreiben. Die letzte Note für heute oder so. The Promised Beginning. Oh, perfekte Serie. Hab ich gemerkt. Vor dem Dark Road Stream am besten noch, weil du die einfach erklärt geguckt haben. Okay, für mehr zum Reden im Stream dann oder so. Nehmen wir mal ein Eis holen. Oder doch nicht, wie es halt passt. Ja, da kriegen wir schon hin. Ich hasse die gut. Wo ist deine andere Hand? Dark war es nicht mehr 17. Nicht? Ah, Triple Plus. Mann! Wir haben einen S-Rang beim Leben schaffen. Zwar eh keine Trophäe oder so dafür, aber trotzdem. Mann! Kein Fan. Oh, gibt noch eine Cutscene. Master Ericus's three apprentices affirmed their bonds of friendship as they prepared for the Mark of Mastery exam. But Aqua was the only one to pass the exam and become a Keyblade Master. Leaving Terra no time for disappointment, the three immediately received word that creatures called the Unversed had emerged to threaten the World of Light, and Master Xehanort had gone missing. Both Terra and Aqua were tasked with bringing the situation under control. Meanwhile, a masked boy left Ventus with a distressing thought. Terra resisted the call of darkness as he sought out Xehanort and the Unversed. Ventus chased after him. And Aqua carried out orders to monitor Terra. Everything was going perfectly according to Master Xehanort's plan. Coolio. Twilight Splitter. Oha. Ach du Scheiße. Wir können uns ja mal einen Überblick verschaffen, wie viel das hier noch ist. Eieiei, okay, Birth ist tatsächlich nochmal eine ganze Ecke. Ist das auch noch Birth? Ja. Ach du Scheiße. Und DDD auch? Ja, DDD ist ein bisschen. Bisschen kleiner. Okay, da kommt noch einiges auf uns zu, weshalb ich ein bisschen, vielleicht denke ich, das soll ich schaffen nächste Woche, mal gucken. Ja, weiter spoilern wir uns mal noch nicht. Okay, jetzt Twilight gucken. Ja, nicht. DDD, nö. Können wir noch irgendwas machen für den Rest der Folge? Es ist eigentlich schon 20 Minuten vorbei. Ich kann aber kurz gucken, kann ich mir irgendwelche schönen Items schmieden? Ja.
Sogar einige davon. Jo. Und wieder alles weg. Lieb's. Hier, der fehlt noch. Kling. Nee. Guck mal ganz unten über Welt. Ach ja, genau, das will ich mir jetzt auch nochmal gerade angucken. Mein Gott, wie viel das schon wieder ist. Ich raste aus. Rein more Fortschritt, ja. Okay, das hier ist 0.2, als ob das einfach am Anfang ist. Was soll das denn? Was soll das denn? Da müsste Birth by Sleep ja auch irgendwie am Anfang sein. Naja. 161 von 345. 200, 300. Ja, das ist immer die Hälfte. Ja gut, ich krieg natürlich nicht alle Sterne. Ja, mal gucken. Wir spielen einfach nächste Woche und dann gucken wir mal, wie weit wir dann sind. Wir halten es spontan, würde ich sagen. Menü schließen. Ja. Ach, Recoded, werde ich nie vergessen. So, ich bin wieder hier. Schön, aber ich höre jetzt auf. Ups. Ja, eigentlich. Ach, Trophäen gucken wir jetzt nicht. Das hatten wir schon letzte Woche. Mache ich dann am Ende. Wenn wir dann alle haben. Alle, ja. Gut, ja, dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen. Das war der Stream für heute. Wir haben schon wieder unter 3 Stunden. Ich bin begeistert. Klingt immer so, als wenn das voll gut wäre. Aber das ist ganz passend. Ich schwitze, guck mal hier. Mmh, lecker. Guti, ich bin jetzt schon bei der Aufnahme und es stream auch gleich. Also tschüss.